Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Wir sprechen heute mit Dr. Caroline Bischoff, Sexualtherapeutin und auch Fachärztin für Frauenheilkunde, über die Thematik der Unlust auf den Sex, vor allen Dingen auch in Partnerschaften oder generell. Was führt dazu, dass Männer und Frauen keine Lust mehr haben? Und wie, welche Tricks gibt es dann doch noch im Alltag, um diese ganze, ja, doch wichtige Funktion wieder zu wecken im Körper? Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Caroline. Schön, dass du da bist. Hallo, schön da zu sein. Ich weiß gar nicht, ist es eine wichtige Funktion, die Lust auf Sex? Wie würdest du es beurteilen? Also es ist auf jeden Fall ein Traum, den viele Leute haben. Mhm. So, also es ist eine Vorstellung, das gehört dazu bei den Beziehungen, das muss man doch. Und da gibt es auch Normvorstellungen. Und ich denke, es ist natürlich, wenn es vorhanden ist, also die Möglichkeit, miteinander Sex zu haben, ist eine Möglichkeit, wirklich einander auch nahe zu sein, intensive Gefühle zu erleben, lustvolle Gefühle zu erleben, geile Gefühle zu erleben. Also es ist auch eine schöne Möglichkeit, etwas sehr Angenehmes miteinander zu erleben. Wenn man es miteinander erlebt, schüttet man auch schöne, angenehme Botenstoffe hinterher aus, also die dann auch die Bindung unterstützen können und solche Sachen. Also das heißt, es hat so seine Vorteile, sagen wir mal so. Ja, und die jetzt würde ich aber jetzt nicht rumlaufen wollen und predigen wollen, dass alle Leute Lust haben müssen. Mhm. Ja, also wenn jemand keine Lust auf Sex hat und dann damit zufrieden ist, dann haben wir auch kein Problem. Wir sehen ja in der Praxis nur die Menschen meistens, wo es eine Diskrepanz gibt, also der eine hat mehr Lust als der andere. Und dann gibt's Frustrationen oder dann fühlt sich der unter Druck oder irgendwie. Und dann kommen die meisten Leute kommen aus so einer Paarsituation heraus, dann zu mir in die Sprechstunde. Der Klassiker ist ja, wenn du wirklich so, vielleicht ist es der Klassiker, ich weiß es nicht, wenn du so jahrelang zusammen bist oder Kinder, Familie, dass sich irgendwann, ja, die Lust irgendwie verschwindet, oder? Dann hat man irgendwie wie so ein WG. Kommen diese Paare auch? Gibt es da auch noch mal eine Möglichkeit, das einfach wieder in eine Lebendigkeit zu bringen? Also die Möglichkeit gibt es natürlich immer. Die Frage ist, wie viel sind die Leute bereit dafür zu tun? Wie wichtig ist ihnen das? Mhm. Also wenn jetzt die Person mit weniger Lust kommt, die hat natürlich vielleicht weniger Veränderungsmotivation als die Person mit mehr Lust. Die Person mit mehr Lust wünscht sich nämlich, dass die jetzt mehr Lust hat. Hingegen die mit weniger Lust wünscht sich vielleicht, dass der andere auch weniger Lust hat. Oder muss man erst mal abklären, wollen wir jetzt, dass sie auf einen niedrigeren, wer hat denn eigentlich Recht? Ja, also es gibt kein Recht oder Unrecht, sondern dass sie miteinander aushandeln, wie viel fänden die es denn eigentlich beide gut? Und danach geht es dann um die Frage, was die Gründe sind. Ja, also das ist ja wichtig, dass es gibt unterschiedliche Gründe. Und einen hast du jetzt schon erwähnt, nämlich dass in langjährigen Beziehungen typischerweise so in den ersten, die erzählen dann immer, ja, am Anfang, in den ersten 2 Jahren konnten wir nicht genug kriegen voneinander. Und dann flaut das ab. Und dann kommen die Kinder und dann kommt plötzlich die totale Flautezeit, wo irgendwie überhaupt, da ist man nur noch Mami und Papi miteinander und ist gar nicht mehr Hans und Lore, also irgendwie ist überhaupt nicht mehr so wirklich noch ein Paar. Und dann vielleicht so aus dem Kinderschock heraus gucken, kann man das irgendwie wieder mobilisieren oder nicht. Und da kommen aber neue Lebensstresssachen, die dann vielleicht auch stören. Also wir sehen bei der Lust, man könnte sich so vorstellen, die Lust auf Sex ist, es ist sozusagen das Resultat einer Gleichung. Da haben wir die fördernden Faktoren minus die hemmenden Faktoren. Und wenn das eine Plusgleichung ist, dann ist Lust da. Und wenn es eine Minusgleichung ist, also wenn zu viel Hemmendes ist und zu wenig Förderndes, dann ist keine Lust da. Was siehst du bei den Paaren, die, sag ich mal, ihre Lust wirklich bis ins hohe Alter oder viele Jahre, sag ich mal, auf einem guten Level halten konnten? Haben die mehr Tasten auf dem Klavier, die sie spielen? Das genau. Sind also die experimentierfreudiger oder die fördernden Faktoren. Also das heißt, wir müssen uns mal überlegen, also weil die hemmenden Faktoren, die bringen sie meistens schon mit. Die sagen die Kinder, der Beruf, die Steuererklärung, die Schwiegermutter, der Stress generell, keine Zeit.
Also im 21. Jahrhundert ist es ja ein Wunder, dass überhaupt noch jemand Sex hat, weil niemand von uns hat Zeit, oder? Und da kann man sich immer fragen, wie kriegen es denn trotzdem Paare hin, sich diese Zeit zu nehmen? Ja, und das passiert eigentlich dann, wenn der Sex auf der Prioritätenliste weit oben ist. Wenn der so runterrutscht und die Steuererklärung ist plötzlich wichtiger, dann muss ich sagen, ja. Und die Frage ist, was macht, dass der Sex weit oben ist? Und das hängt damit zusammen, wie weit der Sex für mich eine Rolle spielt und wie weit ich mich darin wohlfühle. So. Und das ist etwas, was viele Leute nicht so wissen. Nämlich, dass die Qualität des Sex, wie der Sex eben ist, entscheidend ist, ob ich darauf Lust habe oder nicht. Und die meisten Menschen, die keine Lust auf Sex haben, die erleben einen Sex, der bei Tageslicht betrachtet einer ist, auf den ich auch keine Lust hätte. Ja, also das heißt, das ist ein Sex, der ist eigentlich... Hat dann so diese 0815... Ja, 0815 ist nicht mal das Problem. Ja? Also 0815, wenn ich es wirklich spüre und ich bin wirklich bei mir... Und ich bin in meiner Wahrnehmung so, dass ich den anderen auch wirklich spüre und wir gehen wirklich in eine Begegnung. Dann kann 0815 mit sehr wenig, was läuft, hochintensiv sein. Mhm. Also das heißt, es braucht nicht wahnsinnig viel Abwechslung, damit es besser wird, sondern es braucht diese Fähigkeit, ich muss wirklich bei mir sein können. Ja, das finde ich jetzt spannend, weil wie du gerade sagst, eben in dieser innigen Bewegung kann viel mehr passieren, als wenn man hier Kamasutra den 157, Zauberkasten auspackt. Ja, genau. Ja, loslegt. Genau. Das ist so. Stimmt. Oder? Ja. Und das ist, es ist eigentlich schwieriger, in so eine intensive Begegnung wirklich zu gehen, als mit dem Zauberkasten zu spielen. Mhm. Wo man sich weniger zeigen muss, wo man weniger konfrontiert wird, wo man sich weniger begegnet, wo man mehr jeder so ein bisschen auf seiner Insel ist und gegenseitige Masturbationshilfe oder so. Das ist einfacher, aber das riskiert, dass man irgendwann keine Lust mehr drauf hat. Das ist eben das Problem. Mhm. Oder das ist das, wo dann das Gefühl von Langeweile aufkommt, weil eigentlich bin ich gar nicht wirklich ganz dabei. So, das ist einer von den Punkten. Also Und was wir sehen, wenn wir genau hingucken, wie machen die eigentlich Sex? Das bespreche ich dann mit denen immer sehr genau. Also wer fängt an? Nachher wird, was für eine Art von Vorspiel? Wie stimuliert ihr euch gegenseitig? Und wie wird es erlebt? Und dann passiert die Penetration, wenn es jetzt ein heterosexuelles Paar ist. Bei den homosexuellen Paaren ist es ein bisschen anders, aber das Problem gibt's dort genauso. Mhm. Ja, also es muss nicht unbedingt mit Penetration zu tun haben. Aber jetzt, wenn wir mal von einem Heteropaar ausgehen, und wie wird dann die Penetration erlebt? Was passiert mit der Erregung? Dann ist Orgasmus und so weiter. Und wir gucken in jeder Stufe, was macht die Person? Ja, also ist die... Wie sehr ist sie im Spüren, was läuft auf der Gedankenebene, was läuft auf der emotionalen Ebene. Und wenn wir uns das dann kann man wie eine Kurve auch zeichnen. Ja? Genau, Kurvenablauf, also ich mache das manchmal sehr pragmatisch, aber es ist eben spannend, weil die Leute sich dann erst bewusst werden, oh, guck mal an, ich muss mich da ja 10 Minuten lang ziemlich anstrengen. Ja, der andere stimuliert mich, der macht vielleicht Oralsex bei mir und ich merke wieder mal, ah, es geht nicht so richtig los und dann denke ich irgendwann, oh Gott, jetzt hat er schon Kiefersperre und so. Und also es ist also einfach so zu merken, wie da sind Elemente drin, die anstrengend sind. Oder aber ich bin in einem Modus unterwegs, wo ich viel Muskelspannung brauche. Und das ist auch sehr häufig. Wir haben ja, glaube ich, schon gesagt, dass etwa 60% der Leute geschätzt einen Körper sehr, sehr anspannen beim Sex. Also viel Muskelspannung. Und die sind mit ihrem Nervensystem eben nicht im Flow, sondern die sind mit dem Nervensystem in der sympathischen Aktivierung, also im Kampf-Flucht-Modus. Da bin ich am Kämpfen oder Fliehen von meiner Gesinnung her. Das ist nicht dann, wenn ich wirklich verschmelze und Intimität und Nähe, sondern ich bin ständig am Gucken, mache ich es richtig, macht er es richtig, macht sie es richtig. Also so, da ist viel Bewertung drin, hat nichts zu tun mit Genießen und Loslassen und sich gehen lassen, sondern es setzt da eben Grenzen. Wenn wir mal eine Mini-Übung machen wollen, ist nicht gefährlich. Und zwar, ich möchte dir mal vorschlagen, vielleicht mal die Beine nebeneinander zu stellen. Und ihr zu Hause, ihr könnt das auch gerade mitmachen, um das auch mal kurz zu experimentieren, was eigentlich Muskelspannung mit uns macht. Mhm. Ja, und jetzt möchte ich dich bitten, da die Beine mal fest zusammenzudrücken. Richtig, so wie du merkst, da gibt's eine Spannung hier. Dann kann man auch noch den Po ein bisschen klemmen.
Po anspannen und dann vielleicht sogar auch noch die Fäuste anspannen und die Schultern anspannen, ohne dir weh zu tun, aber mal richtig einen Moment die Spannung richtig steigern, noch mehr so festspannen, wie du kannst, spannen, spannen, spannen und stell dir jetzt vor, du bist eine lustvoll schwelgende Sexgöttin. Das geht nicht. Ja. Und dann kommt das Lachen und dann loslassen. Und jetzt kommt diese Entspannung. Ja, und jetzt ist die progressive Muskelentspannung. Genau. Habe ich früher auch gegeben. Ja, ja. Genau. Und jetzt, wenn du spürst, merkst du, dass dein Herz mehr schlägt und merkst du, dass die Atmung tiefer geworden ist. Das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass es so anstrengend war, dass du gerade irgendwie wahnsinnig irgendwie, sondern das hängt damit zusammen, dass dein Organismus jetzt gerade gemerkt hat, wenn du anspannst, fließt kein Blut mehr. Unsere Muskelspannung ist stärker als der Blutdruck. Also wenn wir den Körper so anspannen, fließt in der Muskulatur kein Blut. Und das Hirn merkt das. Und du merkst auch, hast auch gemerkt, du kannst ja gar nicht mehr atmen, wenn du so spannst. Ja? Und das geht den Leuten dann so in der sexuellen Erregung. Und der Körper registriert aber, oh shit, wir haben jetzt gerade einen Sauerstoffmangel. Und dann kommen verschiedene Sachen. Dann geht als erstes der Stresskreislauf los. Und das ist der Grund, warum Muskelspannung mit Stress verbunden ist, automatisch. Es stresst unseren Körper. Und es kommt eigentlich das Gefühl auf, ich möchte so schnell wie möglich wieder raus. Ja, also als du gespannt hast, hast du sicher gedacht, wie lange macht sie das jetzt noch, oder? Man möchte zum Ziel. Und das ist dann auch so, dass die Leute, die sich mit viel Spannung erregen, dass die oft auch das Gefühl haben, sie möchten schnell zur Entladung kommen. Also der Orgasmus ist dann die Entladung, hinterher kommt dann die Entspannung. Und das ist das, was sie eigentlich genießen. Ja, und vorher ist der Aufbau ist wie nur das, der Zweck, dass ich zu dieser Entladung kommen möchte. Also es ist eine, wie wir das nennen, entladungsorientierte Sexualität. Auch in dieser Anspannung ist es ja auch sicherlich viel schwerer, sich zu fühlen oder zum Orgasmus zu kommen, oder? Man kann eben erstaunlicherweise recht gut zum Orgasmus kommen mit Spannung. Ja. Das können die Säuglinge schon. Die machen das eigentlich mit Spannung, oder? Also das heißt, das hilft, das kann helfen. Also wenn du natürlich, du brauchst irgendeine Stimulation am Geschlecht, aber wenn du die Schenkel zusammendrückst oder irgend sowas machst, du kannst schon zum Orgasmus kommen, aber du spürst dich tatsächlich schlechter. Ist es dann auch diese Geschichte, dass dann manche wirklich noch mit irgendwas von außen, einen Schmerz, irgendwas stimulieren müssen, um sich wieder noch mehr zu fühlen? Wir hatten das auch mal gerade bei den Männern, dass die auf dem Bauch liegen zum Beispiel. Oder den Penis ganz arg umbiegen. Irgendwie abbiegen. Oder also viele Leute, die im BDSM unterwegs sind, tun sich auch mit sehr viel Muskelspannung erregen. Ja, und es ist auch interessant, dass Leute, die sich mit viel Muskelspannung erregen, öfter auch eine Neigung haben, BDSM, also Fantasien mit Gewaltinhalten oder mit Unterwerfung zu haben oder solche Geschichten, auch wenn die das im realen Leben gar nicht leben wollen. Weil diese Spannung im Körper gewisse Assoziationen auch weckt. Oder im Hirn, wenn man so möchte. Ja. Ich hatte mal eine Kindergärtnerin, die hat sich immer so erregt, dass sie auf dem Bauch, auf dem Kissen lag und dann so mit so Stoßbewegungen in den Untergrund rein. Und die hatte die Fantasie, dass sie ein Mann ist und einen Penis hat und Frauen vergewaltigt und war wahnsinnig verstört von dieser Fantasie. Aber wenn man das nachgemacht hat, was die für einen Erregungsmodus hatte, so in Bauchlage und sich so, dann war es total nachvollziehbar. Und sie dachte immer, sie sei psychisch völlig gestört. Und ich habe gesagt, nee, das liegt einfach nur daran, dass du eine Gewohnheit hast, dass du so auf dem Bauch. Also das heißt, dass diese Art... Und konnte sie dann durch Übungen sich absolut in eine andere... Das hat sich dann geändert. Also das bedeutet, wenn ich mich dann im Grunde anders positioniere, anders stimuliere, kommen auch andere Fantasien, die dieser Position mehr... Also das, was der Körper macht, speist unser Hirn. Wir können uns natürlich auch vorstellen, auf dem Mond zu sein zum Beispiel. Ja? Also wir können uns Sachen vorstellen, die wir gar nicht real körperlich erleben. Mhm. Aber diese Fantasien sind wie schwieriger zu haben. Also die muss man mehr konstruieren, da muss man mehr mentalen Aufwand leisten. Und dann gibt es Fantasien, die sich mehr so direkt ergeben aus dem, was ich körperlich spüre. Die sind leichter. Die kommen einfach schneller, die kommen wie von alleine so ein bisschen. Zum Beispiel dann in solchen Situationen Gewaltfantasien. Und diese Gewaltfantasien, finde ich gar nichts dagegen. Das ist ein guter Stimulus auch, oder? Viele Leute erregen sich mit, also ich glaube 20% oder 30% der Frauen erregen sich mit Vergewaltigungsfantasien. Nie würden sie das real erleben wollen. Das wollte ich gerade fragen.
macht es Sinn, dann das einfach zu sagen, okay, das läuft halt im Kopf ab? Oder gibt es dann auch Dinge, wo du sagst, na ja, das kann man dann schon mal ansprechen oder umsetzen? Oder? Also ich arbeite nie direkt an den Fantasieinhalten, weil die sehr schwer zu ändern sind, einfach so willentlich. Das funktioniert dann halt einfach nicht. Mhm. Also wenn man das dann rausnimmt, dann ist es halt nicht mehr sexy so. Es ist halt eine Konditionierung. Aber wenn diese Personen dann sich körperlich anders bewegen. Also ich erlebe es zum Beispiel oft bei Männern, die sich so als Sub, also als unterwerfend irgendwie wahrnehmen in ihren Fantasien. Und die haben typischerweise einen Erregungsmodus, wo sie sich nicht bewegen. Und wenn die anfangen, sich zu bewegen mit dieser Beckenschaukel, dann kannst du nicht mehr Sub sein. Stimmt. Und dann fangen die plötzlich an, hey, ich sehe mich plötzlich als penetrierend. Und die kommen von selbst. Und ich muss das gar nicht einladen. Und das finde ich das Coole an dieser Arbeit. Also, dass man über den Körper so viel auch auf Gedankenebene und auf Emotionsebene eben beeinflussen kann. Das finde ich die große Stärke von diesem Ansatz. Mhm. Und das, ich meine, wir reden ja eigentlich über Unlust, oder? Also das ja, Problem stimmt. Ist ja, dass ich dann, wenn ich so mich nur auf die Art erregen kann und ich erlebe das nicht in der Paarsexualität wieder, dann habe ich keine Lust auf die Paarsexualität. Oder ich erlebe es in der Paarsexualität, aber ich muss mir gleichzeitig vorstellen, ich bin irgendwie ans Andreaskreuz genagelt und werde von 7 mhm. Leuten gegangbankt. Dann hat das mit meinem Partner nichts mehr zu tun. Mhm. Und das schafft Distanz. Mhm. Und das ist dann auch etwas, was die Leute stört zum Teil. Also ich finde, man kann auch mit sehr viel Distanz Sex haben, guten. Also es ist nicht zwingend, dass man unbedingt intim miteinander unterwegs ist. Aber der Anspruch, den die Leute öfter haben, ist halt schon der, dass sie sich auch nah sein wollen beim Sex. Ja, also. Und das kann man dann eben nicht sein, wenn man mit den Fantasien ganz woanders ist. Oder? Mhm. Und das andere ist, dass dieses Anstrengende und Zielorientierte dann auch macht, dass der Sex schnell und kurz ist. Und wenn ich jetzt schnell und kurz will, ich bin eine Frau, ich will in 2 Minuten meinen Orgasmus haben und er will 20 Minuten, was mache ich dann die restlichen 18 Minuten? Da bin ich in der Einkaufsliste dann, oder? Das ist dann, und diese 18 Minuten Einkaufsliste, das mache ich ihm zuliebe gerne. 7-mal, aber das 8. Mal hat er den Müll nicht runtergetragen und da habe ich überhaupt keine Lust, jetzt nochmal 18 Minuten hinzuhalten für ihn. Also das heißt, in der langjährigen Beziehung, da spielt es dann halt auch eine Rolle, was sonst noch so läuft. Ja, und wenn ich großzügig sein will meinem Partner gegenüber, dann mache ich das vielleicht noch so mit, aber wenn ich irgendwie eigentlich, ich habe schon so arbeiten müssen, die Kinder sind auch anstrengend und jetzt habe ich ihn auch noch am Bein, dann ist dann wie. Und das hängt alles damit zusammen, dass der Sex für mich nicht attraktiv genug ist. Mhm. Aber wenn ich da reingehe und weiß, ich werde das 20 Minuten lang genießen, dann habe ich Lust drauf. Ich muss diese Idee haben, das wird von Anfang bis Schluss, wird es richtig gut sein. Ich werde Spaß haben, ich werde Erregung haben, ich werde mich nicht um meinen Partner sorgen müssen. Und wenn ich das habe, dann habe ich auch Lust drauf. Aber sobald Arbeit reinkommt, das ist den Leuten oft nicht bewusst, ja, wie viel die eigentlich arbeiten beim Sex. Wenn ich so anspannen muss, das ist Schwerarbeit. Mhm. Ja, mein Hirn sagt nachher, ich bin noch nicht blöd. Wie lange ist ein Orgasmus? 10 Sekunden. Und dafür habe ich 20 Minuten mich so anstrengen müssen. Nee, da lese ich doch lieber einen guten Krimi. Da weiß ich, dass ich von Anfang bis Schluss Spaß habe. So, also das heißt, die meisten Situationen, wenn die Leute mit Unlust kommen, ist, dass wir miteinander gucken, was macht ihr denn sexuell miteinander und wo könnt ihr noch mehr Spaß haben. Ja, also dass wir erstmal gucken, wie kann das Genießen ausgebaut werden, aus der Spannung rauskommen, in Bewegung kommen, in die Atmung kommen, die Klaviatur besser nützen, also das erotische Potenzial besser nützen. Und nachher kann man auch noch darüber reden, was könnt ihr noch miteinander machen. Und natürlich, wenn Beziehungskonflikte da sind, das muss man separat auch behandeln. Mhm. Ja, wenn ich es jetzt gerade mit einem Sport vergleiche, da fängt man ja auch, sage ich mal, mit den Grundübungen an und versucht sich ja auch immer zu verbessern. Und in Partnerschaften oder bei der Sexualität ist es sicherlich auch wichtig, dass man, also dran arbeiten hört sich ja blöd an, gell? Aber ja, ich eine schon. Entwicklung, ich schon also absolut, eine ja. Entwicklung stattfinden absolut, lässt, absolut. Neue Variationen, mal das Feld öffnet. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es natürlich mit einem Partner, mit dem man wirklich so 20, 30 Jahre zusammen ist. Das kann sehr schön sein.
Genau. Das kann sehr schön sein, da miteinander. Es ist zum Beispiel, wir haben in anderen Sendungen haben wir ja schon die Sensate Focus Übungen besprochen, also Berührungsspiele, neue miteinander zu machen, solche Geschichten. Dann, was wir noch nicht erwähnt haben, was ich aber auch noch wichtig finde, ist ja bei den Frauen das Thema, ob die Vagina für die Erregung eine Rolle spielt oder nicht. Und sehr, sehr viele Frauen, die keine Lust auf Sex haben, die sind über die Klitoris erregbar. Und dann ist eben diese Geschichte, dass zum Beispiel im Vorspiel erregt er sie, bis sie ihren Orgasmus hat und nachher machen sie noch Geschlechtsverkehr für ihn. Und da ist sie eigentlich nicht mehr erregt. Und so Sex nacheinander funktioniert einfach auf Dauer nie gut. Erst du mir, dann ich dir, funktioniert auf Dauer nicht gut, weil dann immer der eine gerade am Dienstleisten ist und auf Dienstleisten haben wir nach 20 Jahren Ehe eben nicht mehr so Lust. Am Anfang macht man das ja locker, aber dann mit der Zeit. Und das ist also ein großes Thema ist für die Frauen, ihre vaginale Erregbarkeit auszubauen. Und bei den Männern gibt es das große Thema, die zum Beispiel viel Porno gucken und die sich sehr so auf die visuellen Reize fokussieren und wenig gelernt haben zu spüren. Und wie kann ich das übertragen? Wie kann ich lernen, mein Gegenüber zu spüren und mich zu nähren an der Berührung von meinem Gegenüber? Das sind so Themen, die uns auch noch so begegnen da im Feld von der Unlust. Ja, aber ich denke, man kann unterm Strich sagen, die meisten von uns genießen den Sex nicht so, wie sie könnten, rein vom Potenzial her. Und wenn wir das ausbauen, dann ist auch der Appetit darauf größer. Was würdest du sagen, wenn ein Paar wirklich kommt und sagt, okay, jemand hat jetzt vielleicht, die Frau hat jetzt keine Lust und der Mann hat vielleicht zu viel Lust und dann kommt natürlich auch die Sorge, dass er dann vielleicht fremd geht oder sich das von außen holt. Wann ist so 1, 2, 3 Sitzungen, wo man sagt, ah, da verändert sich schon was, da geschieht schon was? Ich meine, das, was du da jetzt ansprichst, finde ich eine schwierige Situation, weil da ist ja die Frage, wie ist auf beiden Seiten die Bereitschaft, was zu ändern? Also wenn die Frau kommt mit wenig Lust und eigentlich nur das Gefühl hat, alle Männer sind Schweine und meiner auch, und ich will da aber nichts ändern, dann ist es natürlich sehr schwierig, oder? Dann hat sie hat sowieso die Bestimmungsgewalt. Sie bestimmt, wie viel Sex stattfindet. Das ist in der Regel so, dass derjenige, der weniger Lust hat, hat eigentlich die Kontrolle. Und verlangt aber von ihm, dass er nicht auswärts gehen darf. Das ist einseitig. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen unfair. Ja, das ist einseitig, oder? Da muss man dann diskutieren und da... Ich denke, das sind dann mehr paartherapeutische Fragen. Also kann man sie doch dafür gewinnen, dass sie auch was ändert? Oder kann man sie dafür gewinnen, dass sie zu ihm findet, du kannst auswärts gehen? Oder möchte sie dabei bleiben und sie besteht auch darauf, dass er nicht auswärts geht? Kann er sich damit abfinden, dass er zum Beispiel nur noch gepflegt Selbstbefriedigung macht und nicht... Das ist ein komplexes Thema. Ich finde, das wäre eine eigene Sendung wert. Ja, müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Ja. Weil ich glaube, das ist gar nicht so selten, diese Situation, oder? Also sprichst du jetzt über Affären oder was? Ja, dieses Unwohlsein, dass einfach ein Ungleichgewicht in der Sexualität da ist. Das ist auf jeden Fall nicht selten. Es gibt es auch genauso umgekehrt, dass die Frau mehr Lust hat und der Mann keine Lust hat. Und das sind, ich finde es immer wichtig, mit beiden auch zu arbeiten. Also nicht nur mit der einen Person, die weniger Lust hat. Aber ich finde, miteinander zu gucken, wie könnt ihr eure Sexualität lustvoller gestalten, ist auf jeden Fall etwas, was sinnvoll ist in der Situation. Haben wir jetzt zum Thema Unlust bei Frauen, haben wir da und Männern, wir sind jetzt hier so ein bisschen rechts und links immer abgedriftet, aber es hat ja schon, ich meine, was mir auch noch wichtig ist zu sagen. Ja, ich glaube schon. Wir haben ja gesagt, es gibt fördernde Faktoren und es gibt hemmende Faktoren. Also ein wichtiger hemmender Faktor ist, wenn ich eine sexuelle Funktionsstörung habe. Also wenn ich ein Mann bin, der mit der Erektion Schwierigkeiten hat, dann kann mir das tierisch auf die Lust schlagen. Auch wenn ich ein Mann bin, der zu schnell kommt und immer ein Gefühl von Versagen habe, kann mir das auf die Lust schlagen. Wenn ich eine Frau bin mit Orgasmusproblemen, schlägt mir das garantiert auf den Appetit. So, wenn ich eine Frau bin mit Schmerzen, Igitt, wer will schon schmerzhaften Sex haben? Ja, also das heißt, dass es immer auch wichtig ist zu gucken, was läuft denn da eigentlich überhaupt ab in dieser Sexualität? Und nicht nur ist es eine anstrengende Sexualität, sondern ist es vielleicht auch eine Sexualität, wo wirklich was nicht funktioniert. Und dann arbeiten wir an dem. Und die Lust entwickelt sich dann
weil es dann plötzlich wieder gut geht. Mhm. So, das wäre vielleicht noch so abschließend zu sagen, dass das ein wichtiger Faktor ist. Gibt es noch Möglichkeiten, sich da wirklich mal so ein bisschen mit der Materie zu beschäftigen? Also es gibt natürlich viel, es gibt viel Literatur. Ich finde, also jetzt gerade auf unserer Webseite gibt es nicht so viel gutes Zeug zum Thema Lust. Auf Lili findet man immer Informationen auch über das Thema Unlust. Ich denke, da geht es weniger um Literatur, da geht es wirklich mehr darum, was kann ich denn, was kann ich denn machen, damit ich die Sexualität mehr genießen kann. Also ich finde wichtig, diesen Genussaspekt ins Zentrum zu stellen. Da macht dann schon eine Therapie einfach Sinn, weil das ja individuell... Ja. Also ich finde, man muss miteinander abklären, wollen wir in Richtung mehr Lust arbeiten oder wollen wir in Richtung weniger Lust arbeiten, dass der andere weniger Lust hat. Das kann genauso das Therapieziel sein. Und dann, je nachdem, was das ist, gehen wir dann unterschiedlich um. Super. Vielen Dank für die schönen Eindrücke und die spannenden Themen und ja, dass du hier bist und mit uns die teilst. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Gibt ja noch so ein paar Sachen, die es zu besprechen gibt. Und bis bald, liebe Caroline. Bis bald. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten aus diesem Themenbereich auch für sich den ein oder anderen Trick für zu Hause mit rausziehen und bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis bald und tschüss.